Meine Damen und Herren, wir sind das Ende eines Trauermarsches heute am Volkstrauertag und haben hier diese Installation vorbereitet. Als wir uns dazu entschlossen haben, diesen Trauermarsch durchzuziehen, waren die Ereignisse von Lampedusa ganz frisch. Jetzt müssen wir feststellen, dass kaum noch einer darüber spricht. Jetzt erreicht uns gerade diese Meldung aus dem Internet, dass die Bürgermeisterin von Lampedusa, Frau Nicolini, heftige Kritik an einem italienischen Gesetz übt, wonach Helfer für die Rettung illegaler Einwanderer bestraft werden können. Jetzt gerade aktuell haben mehrere Fischerboote abgedreht, ohne den Schiffbrüchigen Ertrinkenden zu helfen. Die italienische Regierung muss diese unmenschlichen Normen sofort ändern, sagt Nicolini. Was stellen wir fest? über 400 Menschen sind ertrunken und es ändert sich nichts. Gar nichts. Die Gesetze werden nicht geändert. Frontex wird ausgebaut. Eurosur zur Überwachung des Mittelmeers wird ausgebaut. Menschen sterben weiter, ertrinken weiter. Es ändert sich nichts. Das können wir nicht mehr ertragen. Mhm.